Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. ...1992 ist er in Schleswig-Holstein geboren worden. Dann kam er über Kiel, Chemnitz und Wolfsburg Anfang des Jahres nach Duisburg. Ein weiter Weg, den denn Patrick Poggenberg in seiner Karriere schon zurückgelegt hat. Bei den Zebras konnte er allerdings noch nicht so weit laufen, denn bereits Anfang Juli im Trainingslager hat er sich einen Schienbeinbruch zugezogen. Ich bin jetzt heute mit Pogge verabredet und schaue ihm mal ein bisschen beim Reha-Training zu. Seit dieser Saison trägt Pogge die Nummer 27. Der 23-Jährige kam vom Chemnitzer FC nach Duisburg und wollte den Kader eigentlich in der Abwehr unterstützen. Daraus wurde nur leider nicht viel. Ein Schienbeinbruch verhinderte einen glücklichen Start in die neue Saison. Du bist jetzt gerade mal Anfang 20 und bist ja schon eine ganze Weile verletzt. Ist nicht so ein schönes Gefühl, oder? Nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist jetzt meine erste, auch größere Verletzung. Ich bin jetzt schon knapp 3 Monate in der Reha-Phase und ja, so langsam jucken an die Füße. Man würde gerne wieder auf dem Platz mit der Mannschaft trainieren und auch spielen und ja, ist nicht so einfach. Hast du dir wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, den Start bei den Zebras, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kam hier mit großen Erwartungen her, wollte der Mannschaft helfen und ja, dass das jetzt so in der Vorbereitung passiert ist, ist natürlich unglücklich gelaufen. Damit Pogge so schnell wie möglich wieder aufs Fußballfeld kann, trainiert er regelmäßig mit Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler live. Wir orientieren uns rein grundsätzlich natürlich an dem Patienten selber, in welchem Zustand, in welcher Verfassung er ist und versuchen dann das Training dann dementsprechend anzupassen. Dass wir die motorischen Hauptbeanspruchungsformen trainieren, Kraft, Ausdauer, Koordination und dann jetzt wie Pogge so mittelfristig jetzt auch zum sportartspezifischen Training übergehen. Aufbauübungen, Stabi-Training, ganz langsames Herantasten an die eigentliche Sportart. Da die entsprechende Geduld aufzubringen, ist nicht einfach für jemanden, der sein Leben dem Fußball verschrieben hat. Seit wann spielst du denn generell eigentlich schon Fußball? Seit klein auf, seit ich denken kann. Also wie gesagt, am Anfang mit dem Vater im Garten, dann nachher, ich glaube, mit 5, 6 in der Mannschaft, in der Dorfmannschaft von mir zu Hause. Und ja, dann ging das stetig weiter. Du kommst aus Schleswig-Holstein. Da ist Duisburg ja auch so eine ganz andere Umgebung, oder? Ja, ist auf jeden Fall was ganz anderes. Schleswig-Holstein ist halt eher ländlich, sage ich mal. Wie gesagt, viele kleine Städte, man fährt lange zur nächsten großen Stadt. Das ist hier natürlich anders, da reizt sich Großstadt an Großstadt, aber ja, ist anders, aber ist nicht schlechter. Hast du denn schon mal irgendwie einen anderen Sport gemacht als Fußball? Nee, also wie gesagt, als kleiner Junge war ich eigentlich nur für Fußball zu begeistern und dann nachher im Jugendalter blieb eigentlich auch kaum noch Zeit für andere Sportarten. Also da hat mich der Fußball schon terminlich gut ausgefüllt. Und das ist auch bis heute so geblieben? Auf jeden Fall, ja. Schienbeinbrüche gehören zu den selteneren Verletzungen beim Fußball. Viel häufiger sind da muskuläre Probleme und Knieverletzungen. Zwar gibt es kein Patentrezept zur Vorbeugung gegen solche Blessuren, Tipps kann der Sportwissenschaftler trotzdem geben. Ja, einfach vielleicht, wenn die Zeit dann da ist und ich denke, die ist Zeit, einfach mal so ein bisschen in den Kanälen wie YouTube etc. nachschauen, mit dem Physiotherapeut mal sprechen, dass man einfache Stabi-Übungen macht, wie mal auf ein Bein stehen zum Beispiel, auf einen weichen Kissen stehen, vielleicht mal von den Eltern, vom Freund ein paar Bälle zugeworfen zu bekommen. Einfach, dass man da prophylaktisch ein bisschen was macht. Das, denke ich, ist schon in einer kurzen Zeit und ohne große fachliche Kenntnis dann möglich. Ein paar Tage nach unserem Dreh konnte Pogge übrigens schon wieder erste Gehversuche auf dem Platz machen. Bleibt nur zu hoffen, dass er in Zukunft von solch schwerwiegenden Verletzungen verschont bleibt. MSV Duisburg bekommt eigenes Panini-Album. Zebra-Fans werden wieder zu Jägern und Sammlern. Der MSV Duisburg bekommt nämlich endlich sein eigenes Panini-Sammelalbum. Am Dienstag stellten Geschäftsführer Peter Mohnhaupt, Sportdirektor Ivica Grilic sowie die Vereinsikonen Michael Tönnies und Bernhard Dietz den neuen Fan-Leckerbissen vor. Das 36 Seiten umfassende Sammelheft lädt zu einer Zeitreise durch die Vereinsgeschichte ein. Auf den 228 Bildchen findet man alles, von den Gründervätern bis hin zum aktuellen Kader. Clublegende Bernhard Dietz, dem gleich mehrere Sticker gewidmet sind, fühlt sich ein Stück weit in seine Jugend zurückversetzt. Und das war eine tolle Zeit und ich finde das jetzt eine super Idee,
Kann man auch jetzt mit so einem Buch hier, ein ganz kleines Buch mit Bildern, die Geschichte von MSV erzählen. Ne? Man hat jetzt nicht so dicke, große Breitbandbücher, sondern so in kleinen Formen mit Bildern, mit der Geschichte von MSV Duisburg, von der Gründung bis zur jetzigen Zeit. Und das ist eine tolle Sache. Ich hoffe, dass es auch gut läuft. Und die Kinder werden viel Spaß haben dabei. Ab Freitag, den 21. Oktober, sind Heft und Sticker in vielen Kiosken, Supermärkten, Tankstellen und natürlich dem Zebra-Fanshop erhältlich. Besonders schnelle Sammler belohnt der MSV mit einem integrierten Gewinnspiel. Mit Jahreskarten für die nächste Saison oder handsignierten Büchern, DVDs und Trikots warten attraktive Preise, die jedes MSV-Fanherz höher schlagen lassen. Zebras verpflichten Verteidiger. Nurettin Kayaoglu kehrt zum MSV zurück. Der MSV Duisburg hat Verteidiger Nurettin Kayaoglu verpflichtet. Der gebürtige Duisburger hat bei den Zebras einen Vertrag für die Saison 2015-2016 plus Option auf eine weitere Spielzeit unterzeichnet. Kayaoglu wurde von 2000 bis 2002 in der MSV-Jugend ausgebildet. 2011 feierte er sein Debüt in der ersten türkischen Liga und bestritt 33 Länderspiele für die U16 bis U21 Teams der Türkei. Nationalmannschaft. Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.